Es gibt immer noch Sklaverei auf der Welt. Also, als ich nochmal daran erinnert wurde, letztens, musste ich auch denken, wow, also wie kann das sein, dass es heutzutage immer noch Sklaverei gibt? Ja? Und so wirklich auch mittelalterlich, so mit Sklaven werden verkauft und so weiter. Also das gibt es immer noch auf der Welt, ja. Ich meine, wir alle wissen, es gibt viele arme Menschen. Wir alle wissen, es gibt viele Menschen, die sehr niedrige Löhne bekommen. Aber diese Menschen haben zumindest noch ein bisschen Freiheit. Okay, jetzt vielleicht nicht komplette Freiheit, aber so ein bisschen schon, ja. Ich meine, sie können ja vielleicht den Job wechseln oder sie können, wenn sie Glück haben, das Land verlassen und so weiter, ja. Aber es gibt wirklich Menschen, die sind wirklich in kompletter Sklaverei, ja. Also wo die wirklich gar nicht die Wahl haben, was sie machen können, was nicht, ja. Also wirklich extreme Gewalt auf sie ausgeübt wird und sie werden wirklich wie Eigentum behandelt, ja. Und das ist nicht in Ordnung, ja. Das ist komplett nicht in Ordnung. Und das hat mir mehr, wie soll ich sagen, mehr Energie gegeben für mein Leben. Aus zwei Gründen, ja, diese Information. Einmal bin ich sehr dankbar, dass ich nicht in dieser Scheißsituation bin. Ja, ich bin sehr dankbar für meine eigene Freiheit. Und ich denke, wir sollten alle dankbar sein für das, was wir haben. Ja, ich meine, einerseits, wenn man darüber nachdenkt, ist es deprimierend. Ja, es ist traurig. Aber wenn wir über unser eigenes Leben nachdenken und über unsere Probleme, und dann denken wir an sowas, ja, es gibt immer noch Sklaven. Dann denken wir so, hey, ich meine, wie schlecht kann mein Leben sein? Ja, toll, ich hab mir Kaffee über mein Hemd geschüttet. Oh, großes Problem, ja, ich bin kein Sklave, ja. Oder, oh, hey, ich habe keine Gehaltserhöhung bekommen. Ja, pff, toll, ich bin kein Sklave. Oder ja, was auch immer dir passiert in deinem Leben, ja, egal wie schlecht es ist, kannst du dir immer sagen, hey, zumindest bin ich kein Sklave, ja. Und das Zweite, was der zweite Effekt, den es auf mich hatte, war, ich möchte diesen Menschen helfen. Ja, und es gibt, ich meine, man muss das nicht direkt machen. Also es gibt viele Organisationen, die versuchen, diese Menschen zu befreien. Und ich meine, das Mindeste, was machen kann, ist, diesen Organisationen ein bisschen Geld zu spenden. Und deswegen hat es mir auch mehr Energie gegeben für mein eigenes Leben. Weil ich mir dachte, hey, wenn ich fleißiger bin, wenn ich mehr arbeite, wenn ich mehr Geld verdiene, dann habe ich mehr Geld in meinem Budget, um zum Beispiel solchen Organisationen zu spenden. Okay? Also einmal, ja, die Dankbarkeit dafür, dass ich nicht in so einer Situation bin, ja, die Dankbarkeit, die ich spüre für mein eigenes Leben und für all das, ja, was mir gegeben wurde oder was ich mir erarbeitet habe, ja, das ist echt ein Segen. Und all meine Probleme sind so klein im Vergleich zu den Problemen, die andere Leute haben. Ja, und das Zweite ist, wie gesagt, dass ich mir denke, hey, je mehr Geld ich verdiene, je mehr ich arbeite, je fleißiger ich bin, ja, desto mehr kann ich selber geben und desto mehr kann ich diese Situation verbessern, selbst wenn es nur ein kleines bisschen ist. Das Ziel ist natürlich, ganz viel zu tun, ganz viel zu helfen. Aber wenn ich mir denke, okay,
wenn ich jetzt 10% mehr verdiene, okay, dann kann ich 10% mehr spenden. Ja? Wenn ich doppelt so viel verdiene, kann ich doppelt so viel spenden und so weiter. Ja? Ich benutze dieses Six Jars System, was ich in einem anderen Video auch gerne vorstellen kann in der Zukunft. Ja? Aber in diesem Six Jars System, da teilt man sein Geld in verschiedene Kategorien und man spendet 10% des Einkommens. Ja? Und ich bin jetzt dabei, das mehr und mehr zu implementieren, ja? Und möchte das dann auch so für mich halten, ja? So für mich auch festlegen, dass ich sage, nein, 10% ist wirklich reserviert fürs Spenden und möchte dies tun, um mich selber auch dazu zu verpflichten, ja, dass ich nicht irgendwann denke, ich brauche das Geld und so, sondern dass ich wirklich mir sage, nein, 10% ist reserviert für Spenden. Ja. Und ich habe eine lange Liste von Organisationen, denen ich spenden möchte. Und und dann werde ich versuchen, mehr und mehr Geld zu machen, sodass sich das dann auch lohnt, für alle zu spenden zum Beispiel. Ja. Ich meine, wenn ich, sag ich mal, 300, 400 Euro verdiene, dann habe ich 40 Euro. Aber wenn ich jetzt 20 Organisationen habe, denen ich spenden möchte, dann lohnt es sich nicht, irgendwie 1 Euro nur zu spenden. Ja. Genau. Aber ich möchte mein Gehalt immer mehr verbessern, sodass ich am Ende wirklich allen spenden kann, ja, oder zumindest den wichtigsten immer spenden kann, ja, und eine dieser Organisationen, denen ich spenden möchte, ist halt diese Organisation, ich habe den Namen leider vergessen, aber wenn ihr mich in den Kommentaren fragt, dann kann ich euch sagen, wie die heißt, falls ihr auch dieser Organisation spenden wollt, ja, und das ist die Botschaft heute und ich bin gespannt, was du über dieses Thema denkst. Ja, wie gesagt, es ist deprimierend, aber andererseits kann es uns auch zeigen, wie dankbar wir sein können für unser Leben und auch uns den Ansporn zu geben, mehr zu verdienen, um mehr spenden zu können. Und wie gesagt, ich mache es so, dass ein fester Prozentteil meines Einkommens reserviert ist. Ja? Und damit steigt der Betrag, den ich spende, automatisch mit meinem Gehalt. Ja? Und deswegen spornt es mich auch an, mehr zu erreichen, mehr zu tun, fleißiger zu sein, mehr zu verdienen und so weiter. Ja? Und deswegen spreche ich über dieses Thema mit dir, nicht weil ich dich auch deprimiert machen möchte, sondern weil ich möchte, dass du auch diese Energie bekommst, ja, und dieses Glücksgefühl. Denn ich denke, Dankbarkeit macht uns sehr glücklich und auch wenn wir fleißig sind, kann eine das auch sehr glücklich machen, weil es unser Selbstbewusstsein steigert und ich denke, Glück im Leben kommt auch von Selbstbewusstsein, ja. Dankbarkeit, Fleiß, Selbstbewusstsein, all dies wünsche ich mir auch für dich und ich wünsche dir natürlich so viel Freiheit wie nur möglich. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf deinen Kommentar und wir sehen uns morgen. Tschüss!